Name ist René Pfeiffer, langjähriger Systemadministrator, ungewollt Postmaster. Ja. Das heißt, Postmaster sind so die Leute, also man kennt auf der Straße die Wagen mit dem Rohr rein und Kanalwagen und sowas. Das ist dasselbe für E-Mail. Ja. Und ich habe schon mehrere Dokumentationen gesehen, wie man den eigenen Mail-Server aufsetzt. Die meisten Dokumentationen im Internet schauen so aus, wie die Anleitung, eine Eule zu zeichnen, zeichnen drei Kreise und dann den Rest von der Eule. Ja? Also installiert Postfix und macht dann den Rest der Config. Ja? Damit mein Vortrag dann genauso ist, habe ich das alles in die Cloud geladen, auf GitHub, wo die ganzen Config-Files inklusive einiger Fehler noch abgelegt sind. Ja? Aber ich möchte mich jetzt mal auf die Inhalte konzentrieren. Was ist E-Mail? Warum ist E-Mail? Wie ist E-Mail? Und will man das? Ja? Und das ist die Idee des Ganzen. Das heißt, ich fange einfach mal an. E-Mail-Korrespondenz, gleich frage ich den Raum, wer liest noch E-Mail? Das wird auch so bleiben. Ja? Egal, was die Herren in der Cloud sagen, egal, was die Kinder machen. Ja? E-Mail ist da und bleibt. Ja? Wie schaut denn das aus? E-Mail gibt es schon sehr lang, so lang noch nicht, ja? Aber die Konzepte sind gleich. Ja? Das schaut zwar jetzt nicht aus nach einem Serverraum aus der K&K-Zeit, aber die Konzepte von E-Mail sind sehr analog zu Briefen. Ja? Und E-Mail gibt es auch schon relativ lange, wenn man jetzt mal elektronische Post vergleicht. Ich habe jetzt mal eine Auflistung. Ja? Man hat damit schon in den 60er Jahren angefangen, ja? Ganz ohne Viagra. Ja? Hat dann sich Systeme überlegt, die Nachrichten von A nach B transportieren. Ja? Im ARPANET hat man das Mail-Kommando, was alle vielleicht noch von der Konsole kennen oder auch nicht, schon implementiert. Das Unix-Mail-Programm hat dann darauf aufgebaut. Ja? Und das ist alles noch vor TCP/IP. Das heißt, da gab es das noch nicht. Da musste man Mails auch anders transferieren. Und man hat damals tatsächlich auch die Server noch abzählen können, die E-Mail transportieren, und damals war es auch noch üblich, dass jeder Server für jeden anderen E-Mail transportiert, weil es so wenige gibt. Ja? Es gab dann kurz einen Ausbruch von verschiedenen Protokollen. Ja? Man hat sich dann zum Glück auf einen Standard geeinigt. Das ist halt die Frage, was mir hilfreich ist, aber den SIP-Transfer-Protokoll gibt es seit 1982. Das wurde aber ein paar Mal erweitert. Und diese Protokolle sind nur für den Transport von E-Mail, den wir irgendwann noch wieder lesen und abholen. Ja? Und für diese Problematik gab es zuerst das Post Office Protokoll, was den Zugang zu Mailboxen ermöglicht hat, ja? Verschiedenen Varianten. Das hat einige Nachteile gehabt, deswegen hat man sich ein anderes Protokoll überlegt, was meistens serverbasiert ist. Da gibt es sogar die Version 1, wie so vieles aus dem Internet. Angeblich gibt es darüber keine Aufzeichnungen mehr. Jetzt weiß ich halt nicht, ob es so gut oder so schlecht war. Ja? Aber es gibt jetzt mehrere Varianten und das Ganze wird von der Internet Engineering Task Force gepflegt. Und da sollten alle die Programmierer noch reinschauen, die das wissen wollen. Elektronische E-Mail, habe ich gesagt, entspricht dem Brief mit Tinte, Papier und Umschlag. Und es gibt da einige Entsprechungen, die niemand versteht, und deswegen haben viele Süßarten das graue Haare. Ja? Der Umschlag, das, wo ich meinen Brief reinstecke, ist der E-Mail-Kopf oder der Header. Ja? Der Brief ist das, was ich da reinstecke, und Outlook zeigt mir nie den Umschlag. Ja? Kann man machen, muss man nicht machen, aber das ist mal ein wesentlicher Unterschied, und Admins werden Sie Ihnen danken, wenn Sie diese Unterscheidung verstehen und sie merken. Ja? Und dann wird es halt ein bisschen verwirrend, weil der eingehende Server ist ein Briefkasten de facto und der ausgehende auch. Das hilft jetzt nicht wirklich, aber wichtig ist, E-Mail kann ich über beliebige Wege transportieren und die sind nicht immer dieselben. Es gibt auch mehr als einen Mail-Server. Ja? Und der Umschlag mit dem Brief landet dann in meinem Postfach, das ist einem Benutzer, einer Rolle oder einer Applikation zugeordnet. Ja? Und ganz wichtig, E-Mail ist so wie der normale Brief, Store und Forward. Ich schreibe ihn, ich werfe ihn irgendwo ein. Da bleibt er liegen, dann wird er wieder transportiert. Ja? Wird immer abgelegt, weiter transportiert. Ja? Die Idee ist, dass da nichts verloren geht. Ja? Aber das ist halt genauso wie bei normalen Post. Das funktioniert meistens. Ja?
Ursprünglich war das Format, also das, was dann da drin steckt, textbasiert, findet man heute seltener. Man hat allerlei Unrat in der Mailbox. Ja? Die meisten lesen noch, aber man kann tatsächlich auch beliebige binäre Anhänge verschicken und empfangen. Ja? Das hat sich auch zu Benutzern schon rumgesprochen, weil ich habe mal die Anfrage bekommen, kannst du mir Windows 98 mailen, ich mag upgraden. Ja? Das wird ein bisschen schwierig, aber es geht mittlerweile wahrscheinlich auch. So, der E-Mail-Server an sich ist halt ein Ungetüm, das aus verschiedenen Applikationen und Komponenten besteht. Ja? Weil nicht alle haben mit Mail zu tun, manche auch mit anderen Funktionen. Und genau darum geht es mir halt jetzt. Ja? Weil erstens, es gibt mehr als einen Mail-Server, das wissen wir aus der freien Software und aus den ganzen Produktbewerbungen. Ja? Es gibt 1000 und einen Mail-Server. Und die Hauptanwendung ist aber tatsächlich, wie die Süßerten sagen, I.O., eine Ausgabe, speichern. Aus dem Netzwerk entgegennehmen, speichern, Verbindung aufnehmen, löschen, verschieben, irgendwas tun damit. Ja? Das heißt, ich habe relativ viel mit temporären Daten zu tun. Beim Speichern ins Postfach sind dann keine temporären Daten mehr. Da ist das. Und wer mal mehr als 3 Mails hat, will wahrscheinlich wissen, was drin steht, weil man das 3 zählen kann. Bei Gigabyte großen Mailboxen muss ich das Zeug indizieren, sonst finde ich einfach nichts mehr, weil Ablagesysteme kann ja keiner mehr. Ja? Und die nächste Anforderung, die es dann noch gibt, ist tatsächlich ein bisschen Rechenzeit, weil viele E-Mails werden nicht nur von Menschen gelesen, sondern von tausenden einem Filtersystem, was dafür sorgt, dass wir uns nicht anstecken. Ja? Warum das Ganze? Weil es gibt ja so viele Anbieter. Ich kann ja in die Cloud gehen, ich kann jetzt gratis E-Mail oder so. Ja? Ganz wichtig für alle, die sich noch für freie Software interessieren, ja? E-Mail ist das letzte herstellerunabhängige Nachrichtenformat. Ja, es gibt auch Jabber, aber Jabber ist kein Mail. Ja? Jabber ist Chat, primär. Ja? Man kann auch darüber Windows 98 ISOs verschicken, aber eigentlich ist es nicht E-Mail. Ja? Und E-Mail ist das letzte herstellerunabhängige Format. Sie kennen die Diskussion, bist du bei WhatsApp, bist du bei Signal, hast du einen Facebook Messenger? Nein, ich habe E-Mail. Ja? Und da kann kein Hersteller irgendwie ein Format definieren. Manche versuchen es, möglich, ja. Aber das nächste, wenn Sie arbeiten, eine SMS ist kein Geschäftsbrief. Sollte man meinen. Ja? Das heißt, es ist Geschäftskorrespondenz, deswegen bleibt die auch, dass man was anderes findet. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich kann nicht per Instant Messenger. Also ich kann schon, es gibt auch Firmen, die wollen das jetzt, aber ich will es nicht machen. Ja? Der nächste Punkt, deswegen habe ich auch den Subtitel gewählt, Outsourcing heißt immer das Dritte mitlesen. Wenn ich es selbst mache, lesen auch Dritte mit, aber hoffentlich nur die Software auf dem Server. Ja? E-Mails werden, werden verwendet und gelesen von Werbern. Ich habe ja nicht Google geschrieben, aber Google ist ein Werber. Die schauen da rein, machen ein Profil und dann kriege ich plötzlich personalisierte Werbung. Das sagen die auch, das weiß jeder, aber alles unter Gmail. Filtersysteme und Backups können natürlich auch reinschauen. Das ist das alte Problem mit, selbst wenn Ihnen ein Hersteller sagt, und da gehöre ich auch dazu, kein Hersteller, aber man kann natürlich nicht sofort alle Kopien in einer Mail löschen. Ja? Ich habe Backups, ich habe Archive, das dauert eine Weile, bis das weg ist. Ja? Aber manche nehmen das ernster, manche nicht. Die Lesezugriffe sind in der Regel nicht protokolliert, das heißt, ich fahre nie, wer meine Mails gelesen hat. Und dagegen hätte ich ja nichts, wenn die Leute für mich auch Mails beantworten würden. Das nächste, da habe ich auf der Privacy Week letztes Jahr vorgetragen, es gibt ja diese Datenschutz-Äquivalenz-Vereinbarungen, formlos, das ist Listen von Firmen, die sagen, ja, natürlich nehmen wir den EU-Datenschutz ernst. Das kostet nichts, man sitzt auf einer Liste und was man wirklich macht, wird immer von der nationalen Sicherheit überstimmen. Also, weiß ich nicht, seht ihr das nicht? Ich habe natürlich auch das Problem, wenn ich jetzt sage, ha, ich poste meinen eigenen Mail-Server auf Amazon. Naja, kurz, dann ist das ein Übung. Ja? Das nächste, Einhaltung von Verträgen. Es gibt tatsächlich Verträge, so Geheimhaltungsabkommen, wo drin steht, na, Dritte dürfen die Info nicht kriegen. Ja, kriegen sie aber. Muss man sich überlegen, wie sehr man da vorgehen will. Und sollte man E-Mails für Kunden haben, ja, muss man natürlich auch an seine Kunden denken, weil es ist schön, wenn es mir wurscht ist, dass jemand anderer Mails liest, aber wenn ich da eine Geschäftsbeziehung habe, ist es vielleicht nicht so fein. Ja?
Und das nächste, was ich gerne wiederhole, sollten Sie in einer Firma sein und am besten Sysadmins angestellt haben, möglichst viele, sage ich jetzt noch dazu. Wenn einer Ihrer Sysadmins sagt, ich habe nichts zu verbergen, überlegen Sie mal, ob Sie den wirklich behalten wollen. Ja. Das heißt, Sie haben ja, Sie können sich jetzt die beliebige Kombination von Gründen aussuchen. Es ist halt Arbeit, aber was ist keine Arbeit? Ja. So, kommen wir mal zu den Komponenten. Wie kommen die Mails von A nach B und wie werden die transportiert? Man kann E-Mails auch so transportieren, böse Zungen behaupten, dass das der erste Entwurf von UUCP ist. Ja. Also, es wäre wahrscheinlich möglich sogar mit UUCP, aber eigentlich macht man das nicht mehr. Und auch das nächste, um jetzt Ihren Admins für den Sysadmin, der Ihnen gefallen tun können oder auch sonst, ein paar Begriffe, speziell für Support-Mails. Es gibt den Mail User Agent, MUA, das ist das, wo Sie davor sitzen, weil Sie sind der User und Sie lesen damit Mails. Ja? Dann gibt es den Mail Transport Agent, der nimmt das Ding und verschifft es im Internet. Ja? Um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, gibt es mehrere Klassen von MTAs, nämlich solche, die Mail nur raustragen, solche, die nur reintragen. Ja? Gibt es, es gibt beliebig viele oder es gibt auch nur einen, das ist ganz verschieden. Und dann haben Sie ein Relay, ja? Sollten Sie ganz tief drinnen in einer super sicheren Infrastruktur sitzen, kann sein, dass da mehrere MTAs eine Rolle spielen und einfach Schleusen bilden. Das sind das Relays, die einfach Mails transportieren. Ja? Das hat alles mit der E-Mail direkt zu tun, das hat mehr mit Ihrem Postfach zu tun, auch mit der E-Mail. Aber der Local Delivery Agent sitzt da, wo Ihr Postfach ist oder in unmittelbarer Nähe und schaufelt die Mails in Ihr Postfach. Ja? Und dann haben wir noch etwas, weswegen ich eben den Postmaster und den Büroreiniger verglichen habe. Es gibt sogenannte Unsolicited Bulk E-Mail, also unerwünschte Massen-E-Mail und Unsolicited Commercial E-Mail, unerwünschte Werbe-E-Mail, UBE, heißt landläufig Spam, ja. Kann man aber unterscheiden, es gibt das eine oder andere. Zum Beispiel, wenn Sie gerne Kettenbriefe verschicken, gehören Sie in die erste Kategorie und wenn Sie pharmazeutische Produkte verkaufen, gehören Sie da rein. Ja. So, was passiert jetzt, wenn eine Mail ankommt oder wenn ein Brief angenommen wird aus dem Seiten des Internets? Ja? Also irgendwer muss sich mal zu erkennen geben und darf eine Mail verschicken. Das war früher anders. Durch die Spam-Problematik gibt es mittlerweile auch eine Authentisierung. Dann wird halt der Brief angenommen. Meistens wird der Inhalt geprüft. Muss nicht sein, weil wenn ich was wegschicke, muss ich hier keine Tests machen. Glaubt man. Ja. Manche machen trotzdem einen Test. Ja. Dann wird der zuständige Server gesucht. Dafür wird das Domain-Name-System genommen, ja, also da, wo die ganzen Infos über IP-Adressen und Domains stehen. Dann wird der Brief einem potenziellen MTA, der da publiziert ist, übergeben. Ja. Der prüft dann den Absender, Empfänger, Inhalt, den Transportweg, da kommen wir dann dazu, sind die Filtersysteme. Dann hat er das, dann wird das nach einem Postfach gesucht, ja. Kann eine Weile dauern, weil auch Firmen haben viele Räume. Ja. Dann wird irgendwann das Ding in einem Postfach gespeichert. Und der Empfänger, wenn er lesen will, muss sich auch zu erkennen geben. Ja? Und wenn er das gemacht hat, dann kann man den Brief sehen. Ja? Das ist E-Mail. Das sind die einzelnen Schritte stark vereinfacht. Und weil ja seit 2013, leider zu spät, aber immerhin doch über Verschlüsselung geredet wird, bei all diesen Schritten ist Verschlüsselung im Spiel oder auch nicht. Ja? Rot ist keine Verschlüsselung und grün ist Verschlüsselung. Intern hat man selten Verschlüsselung bei LDAs, weil die sind in der Nähe vom Postfach. Ja. Aber ob jetzt überall Verschlüsselung zum Tragen kommt, meistens nicht überall, immer überall, aber das kann ich einfach nicht sagen, wenn ich einen Ring wegschicke. Ja. Wie gibt sich jetzt der Absender zu erkennen? Reicht eine E-Mail und ein guter Name? Nein, reicht nicht. Ja. Und für alle, die noch Port 25 kennen und jetzt vielleicht Schreiben von Mobilfunkern bekommen haben, der Port 25 ist nur für Server. Der wurde zwar lange auch für Clients, also MUAs, verwendet, das hat einen Grund, jetzt ist man da ein bisschen strikter. Ja, das ist auch der Grund, warum WLAN-Hotspots Port 25 gesperrt ist. Für die Kommunikation Client-Mail-Server gibt es einen anderen Port, der ausschließlich dazu da ist und jetzt zunehmend auch verwendet wird. Ja? Und damit der Client natürlich kein bösartiger Client ist, Virensteuer, Spamsteuer oder was auch immer, muss er sich
zu erkennen geben. In der Regel hat man ein Login oder man ist anders autorisiert. Es gibt zum Beispiel Whitelists von IP-Adressen oder Domains oder wie auch immer. Ja. Ich habe jetzt absichtlich Autorisierung und Authentisierung vermischt, weil das hängt dann davon ab, wie das Ganze implementiert ist. Es gibt halt Passwort plus Login, E-Mail-Adresse plus Passwort, zertifikatsbasierte Annahme, Whitelist oder alles drei davon. Ja? Irgendeins kommt zum Tragen und in internen Netzwerken braucht man sich ja immer gegenseitig. Muss auch nicht sein, aber da geht es meistens so. Ja? Aber auch dann ist man autorisiert. Was hat jetzt immer mit DNS zu tun? Naja, ich muss ja irgendwie wissen, wo ist denn der Server, der die Mails entgegennimmt. Und dafür gibt es sogenannte DNS Mail Exchanger Records, DMX Records. Ich kann pro Domain, pro Subdomain beliebig viele Server angeben, MTAs, die Mails entgegennehmen. Ja? Die kann ich in einer Reihenfolge packen, damit ich halt ein Backup habe, ein Primary, Load Balancing oder was ich halt auch immer will. Ja? Aber im DNS steht, wo geht die Mail hin? Und das kann man nicht wirklich verbergen. Ja? Das kommen wir gleich dazu. MX Records sind immer Namen. Da stehen keine Codewörter drin, keine IP-Adressen, da steht ein Name drin. Ein Fully Qualified Domain Name für einen Server. Ja? Und MX-Server müssen immer im DNS auflösbar sein. Ich weiß, es gibt manchmal Config-Probleme oder absichtliche Fehler, ja? Aber das ist einer der Fragen, gibt es den überhaupt? Erscheint der irgendwo? Kommt später auch dazu. Ja? Und dann gibt es einen religiösen Streitpunkt zwischen Sysadmins. Ja. Es sollten eigentlich der Forward- und Reverse-Lookup des Namens des Servers gleich sein. Ja. Ich sage ja, viele andere nicht. Du sagst? Ja. Ja, ja, sehr gut. So. Ich sage bedingt. No. Jein. Bedingt. Also wenn man wenn du es umdrehst, dann stimme ich überein mit dir. Ja. Deswegen ist auch die Annahme-Policy verschieden. Ja. Wenn man mal wirklich zu viele E-Mails beantworten muss, kann ich empfehlen, das einschalten. Es sind automatisch weniger und leben mit dem Spacker. aber das ist einer der Plausibilitätschecks. Was auf jeden Fall sein sollte, das Ding sollte im Forward-DNS da sein, sonst kriege ich keine Mail, weil die IP-Adresse nicht da ist. Ja? Kommen wir drüber. So, jetzt kommen wir so langsam zu einem Filtersystem. Mittlerweile hat jede IP-Adresse einen Ruf. Ja, so wie der Mensch einen Ruf hat, wie eine IP-Adresse einen Ruf mittlerweile. Ja. Eine der möglichen Checks, ja, die man aber selbst publizieren kann, ist das sogenannte Sender Policy Framework. Weil IP-Adressen können sich mal ändern. Wenn ich aber bei einer Domain nachschauen kann, hey Moment, der hat ja Quellen für seine E-Mails angegeben, ist ja toll, ja, dann kann ich das tun mit dem Sender Policy Framework. Und zwar gibt es das schon länger, 2000 hat man daran herumgebastelt. Dann wird so langsam umgesetzt und es ist endlich ein RFC. Ja? Und diese FSPF-Records, die geben legitime Quellen für E-Mails an. Und zwar kann ich die im DNS publizieren, einfach per Text-Record, kann sagen, meine Domain versendet E-Mails nur von diesen Quellen. Ich kann jetzt halt hier verschiedene Dinge machen, also von überall her, bestimmte Server, bestimmte R-Records, bestimmte IP-Adressen, nur meine MXen. Wie auch immer, ja. Ich kann auch sogar SPF-Policies verschachteln mit dem Blut. Ja. Und ich kann dann publizieren, ja, das sind meine Quellen, nein, das sind sie definitiv nicht. Ja. Oder ich kann dann sagen, ja, ich glaube schon. Ja. Also Softfail ist so, naja, eigentlich nicht, aber wenn du bist, ja damit. Ja. Oder neutralized, was weiß ich, wo meine Mails herkommen. Ja. Das hat dann eine Legitimierung, weil wenn ich jetzt Clients habe, es soll ja auch böse Leute mit portablen Mail-Servern geben. Wie auch immer, ja, es gibt Möglichkeiten, wo man das vielleicht braucht, auch vielleicht für eine Umstellung oder so. Aber wenn ich es mache, dann ist Fail ein guter Tipp. Ja, und einfach nur Whitelisten funktioniert am besten. Ja. Möglichst streng setzen. Kriegt uns auch Ärger, aber wurscht. Ist ein bisschen verwandt, falls ihr mal das Konzept kennt mit der Sender-ID. Das wurde auch da rein implementiert. Ja. De facto, wenn ich bewerben will, wo meine E-Mails herkommen, ja, kann ich das mit SPF machen. Ich habe hier schöne Beispiele herausgesucht, ja, weil drei Buchstaben Unternehmen, Organisationen müssen ja auch E-Mails bekommen. Es ist ein bisschen klein geraten, aber das sind SPF-Records von bekannten oder weniger bekannten Domains. Ja. Bei manchen ist das Raten ziemlich leicht, weil die Domain drin vorkommt.
Ja? Es gibt da einen, der da, der hat nur eine einzige IP-Adresse. Wer ist das? Wer hat nur eine Quelle für Mails? NSA. Kann man mal nachschauen. Aber das sind Beispiele für die Syntax. Ja, hier steht über so und hier steht denn, daher kommen meine Mails. Ja. Minus heißt definitiv daher. Die Tilde heißt ja, Software? Frage? Ja, ich möchte anmerken, dass da auch MX drin steht. Ja. Das heißt also, es könnten durchaus auch Dutzende von. Ja, also in dem Fall ja. Stimmt, das ist richtig. Ja. Also MX steht für alle MX-Records, das heißt, die dürfen auch versenden. Welcher es jetzt wirklich macht, hängt natürlich jetzt von der Infrastruktur ab. Ja. Kann ich mich verlesen. Man freut sich aber, was über die NSA herausfindet. Ja. Aber ich kann das halt beliebig kombinieren. Hier unten sieht man zum Beispiel auch Include, ja, der hat keine eigene Policy, der gibt sich in die Hände von Outlook, ja, das ist GCHQ, ja, die sind zwar über Mail, aber ich meine, das sind alles nur die publizierten Records. Es steht mir frei, intern andere Mailsysteme zu verwenden, aber das schützt ein bisschen vor Spam, weil jeder, der jetzt Mail empfängt, kann schauen, kann das denn sein. Ja? Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Mails zu autorisieren, und das ist das sogenannte Domain Keys Identified Mail Protokoll. Es ist ein Zusammenschluss von zwei verschiedenen Systemen, die von Yahoo und Cisco entwickelt wurden. Ja. Prinzipiell signiert und verifiziert das die E-Mails, allerdings nur den Inhalt, ja, nicht die ganze Mail, weil der Kopf ändert sich ja auch, das ist ein bisschen blöd zu implementieren. Ist in RFC drin, sieht leider verschiedene Schlüssellängen zu vor für die asymmetrische Verschlüsselung. 512 Bit ist ein bisschen arg kurz. Ja. Die meisten verwenden 1024, was ich so gesehen habe, finde ich auch nicht so sexy. Ja. Man kann auch ein bisschen raufgehen, aber da müsste wahrscheinlich das RFC erweitern. Das wird immer durch Proxys implementiert. Das heißt, ich habe irgendwo, wenn es nach draußen geht, Proxys, die schauen sich das Ding an, wissen, ah, hab's in der Past. Ich und raus damit. Ja. Und die Infos stehen alle im DNS bzw. dann im Header drin. Das Blöde ist halt nur, das darf man sich halt nicht in falsche Annahmen begeben. Eine Authentisierung ist keine Vermeidung von Missbrauch. Siehe Google Docs Links. Ja. Nur weil die Quelle stimmt, ja, heißt es ja, ich kann auch einen designierten Virus bekommen. Ja. Dann weiß ich halt schon, wo er kam. Super. Ja. Das ist halt eher gedacht für unerwünschte E-Mails. Man kann jetzt aber nicht wirklich Missbrauch vermeiden. Ja? Ich nur kurz korrigieren, dass Sie noch Teile des Headers signiert werden. Die DKIM-Teile schon, ja. Aber nein. Das ist der Front, insbesondere der Front, der Tool. Also ja, steht ja in der Signatur drinnen, welche Header signiert sind. Genau, also es sind Teile vom Header signiert, das ist richtig. Das ist eigentlich ein zentraler Punkt, dass der From-Header signiert. Richtig, also. Das habe ich jetzt hier sehr stark vereinfacht aus dem einfachen Grund, weil der Mailkopf ändert sich einfach beim Transport und wenn das der letzte ist, der signiert, ja, dann kann natürlich der Rest nicht signiert sein. Ja. Ja. Aber der zentralste Punkt ist, dass der Prom-Header signiert. Richtig, ja, genau. Also ich sage jetzt nicht, dass es nichts bringt, ich sage nur, man kann damit sehr gut einfach die Quelle verifizieren, nur die Info muss man dann noch bewerten. Ja. Aber es ist eine Möglichkeit, kann man auch selbst implementieren, komme ich dann drauf. Ja. Und jetzt noch eine Sache, weil im Zuge der Verschlüsselungsdiskussion, da haben wir auch von CryptoPartys auch immer wieder mal, ja. Ja, SMTP kann verschlüsseln, und ja, es schützt den Transport, aber, ja. Das Problem ist, die Protokolle waren ursprünglich für Klartext designt, und es gab in den 60ern keine Idee für Verschlüsselung oder keine Notwendigkeit. Ja? Bedeutet, man hat in die alten Protokolle stark TLS, also TLS-Verschlüsselung nachgerüstet. Das bedeutet aber, dass zuerst ein Klartextdialog entsteht und dann umgeschaltet wird. Ja? Man hat dann natürlich noch Dinge dazu definiert in den Protokollen, wie bei HTTPS und von Anfang an verschlüsselt. Ja? Und diese Verschlüsselung meint die TLS-Infrastruktur mit Zertifikaten und Schlüsseln, die man aus dem Web kennt. Ja? Dieses Start-TLS hat einen Nachteil, und das wurde auch schon beobachtet. Ich habe hier mal einen Dialog ausgeschnitten. Das ist ein Dialog.
geschwärzt sind hier die Servernamen, aber hier steht Start-TLS. Bedeutet, der Client sieht, der Server kann verschlüsseln. Und wenn der Client das sieht und der Server zustimmt, dann können Sie jetzt hier verschlüsseln. Wenn ich jetzt hier diesen Text Start-TLS rausschneide, blocke, durch Intrusion Prevention Systeme modifiziere, diese PHP-Paket wieder signiere, ja, oder Textmodifiziere, dann fehlt das, die Erkennung, dass Verschlüsselung stattfindet, geht schief und es geht im Klartext weiter. Ja? Das passiert tatsächlich, sagen wir zu Diagnosegründen, ja? Aber das ist der Nachteil an Start-TLS und da komme ich nicht dran vorbei, es hat jeder, der sagt, ich brauche jetzt den Inhalt verschlüsselt, es gibt EPLS. Ja, es gibt Start-TLS. Zu den Filtern noch kurz. Ja? Es gibt mehrere Möglichkeiten, Plausibilitätschecks zu machen. Es gibt das sogenannte Graylisting. Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme von einem Server, den ich noch nicht kenne, oder einem Absender, den ich noch nicht kenne, kann ich immer sagen, ja, kommst später wieder. Weil die wenigsten Schadsoftware-Programme sind spezialisiert auf E-Mail-Zustellung. Ja? Bedeutet, wenn die kein Storage haben für ihre Massenmails oder nichts damit anfangen, kommen die nie wieder und das war's. Ja? Ist ganz praktisch. Was man auch machen kann, man kann Blacklists verwenden. Es gibt da reichhaltige Vorschläge. Es gibt 326 aktive Blacklists momentan. Ja, schwankt immer mal wieder. Da gibt es halt verschiedene Kriterien, die da zur Anwendung kommen. Das muss man sich überlegen. Es gibt den Ruf der Quelle. Das ist eine saublöde Übersetzung für Sender Location. Aber es klingt sehr poetisch. Das ist romantisch gemeint. Ja. IP-Adressen haben eine gewisse Vergangenheit, werden beobachtet von diversen Handyports und Sensoren. Ja, kann ich überlegen, naja, oder nein. Dann kann ich, und da kann man sehr viel tun, Formate definieren, die ich haben will. Ja. Die wenigsten Leute brauchen E-Mails in allen Sprachen. Das klingt jetzt ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber ich kann halt nur eine bestimmte Menge von Sprachen, das verstehe ich eh nicht. Ja. Dann gibt es natürlich den obligatorischen Antivirus-Filter, diskutiere ich jetzt nicht, aber hat schon Vorteile, hat auch Nachteile. Dann gibt es halt den Spam-Filter. Ja? Und jetzt kann ich halt alles nehmen, einen Teil nehmen, mir das raussuchen, was ich brauche. Das muss ich nur abstimmen, weil wir haben alle verschiedene Gewohnheiten in der E-Mail. Und wenn ich schon irgendwie was machen will, was was bringt, möglichst Whitelisting statt Blacklisting, ja? Geht halt bei manchen Sachen nicht. Ja? Aber zu den Real-Time-Blacklists, es gibt da verschiedene Kriterien. Also ist das Protokoll richtig implementiert? Hat der schon mal Schadsoftware verschickt? Hat der schon mal Spam verschickt? Ja? Ist das Management lustig und beschließt, ich brauche keinen Postmaster, ich brauche keinen Abuse, wir sind eh toll? Ja? Gibt es verschiedene Kriterien. Diese Blacklists sind wertfrei. Ja? Ob ich die jetzt verwende oder nicht, ist meine Sache. Das Blöde ist nur, wenn ich eine verwende, dann kann es mir passieren, dass ich einen großen Provider aus Übersee nicht dazu überreden kann, sein Mail-System umzukonfigurieren. Und dann habe ich nur die Wahl zwischen keine Mails oder Blacklist entfernen. Ja? Und was auch passieren kann, das wird zwar angekündigt, aber es kann mal sein, oh sorry, wenn ich die RBLs mische, ja, ich habe ja die RBLs nicht, die Blacklists sind ja riesig, die werden im DNS nachgefragt. Ich habe dann allerdings pro Zustellung DNS-Queries, was die Zustellung verzögert. Ja, manche sagen, das ist eh gut, ja. Aber wenn ich viele Mails haben will, schwierig. Ja. Und was ich eben mal sagen wollte, die können auch verschwinden, weil manchmal wird ein Projekt verklagt, eingestampft, die Freiwilligen gehen aus, dann ist das Ding halt weg. Ja. Im besten Fall passiert nichts, im schlechten Fall blockt die Mail, die RBL dann alles, damit wieder umstellen. Ja. Wenn man den Ruf der Quelle, wie so schön heißt, nachschauen will, da gibt es die Senderbase.org, die hat jetzt leider ihre Web-Oberfläche ein bisschen umgestaltet. Ja. Aber man kann da zum Beispiel Domains angeben, findet die im X'en, schaut, kann sogar sehen, wo die stehen. Und hat dann hier so einen Check, wie viele Mails verschicken die so im Monat, ist das ansteigend, ist das fallend. Ja. Die haben dann hier auch einen Reputation Score, werden beobachtet. Diese Daten stammen halt von großen Sensoren, ja, Filtersystemen. Senderbase war ursprünglich von einer Firma, die jetzt Cisco gekauft hat. Ja. Aber da kann man halt ein bisschen nachschauen, man kann ja auch auf eine Server draufklicken und dann sieht man halt, okay, was hat denn der für eine Reputation, ja, wo gehört denn der dazu? Ja. Und die Senderbase ist halt so der öffentliche Teil von Subscriptions, die man kaufen kann. Ja, für Mail-Filter. Ist nicht so blöd, ja. Kostet halt ein bisschen.
Zu den Inhalten. Ja? Ich gebe zu, ich war zu faul, deswegen sehen Sie jetzt hier ein Stück Perl. Wer das nicht schafft, ja, ist es nur Config. Ja? Ich kann Format und Inhalte checken. Ja? Also hier sind ein Haufen Regular Expressions drin, die gar nicht schlimm sind, aber ich kann zum Beispiel auf Anhänge filtern. Das sind zwar nur die Dateinamen, ja, aber das sind auch Sachen dabei, die ich vielleicht definitiv nicht haben will. Das schadet ja nicht, wenn der Filter anspricht, ist das Ding weg. Ja. Ob das jetzt für Sie passt oder nicht, muss man sich überlegen. Wie gesagt, Dinge sind sehr. Ja, oder kann ich sehr bequem machen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, RBLs, Protokoll, DNS, Graylisting, SPF, was ich will. Ja. So, wie schaut das jetzt aus? Wie komme ich jetzt zu meinem Werkzeug? Wie kann ich jetzt ein Messer wirklich bauen? Ja. Ich habe dafür folgenden Vorschlag, der ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber ich würde das für freie Software verwenden. Ja. Das ist mal News machen. Ja. Ich nehme gerne einen Postfix als MTA, der kann so ziemlich alles, was ich brauche. Ja. Es gibt einen eigenen Daemon für Graylisting und der Postfix macht nur SMTP und diese Komponente macht das mit den Mailboxen. Also die lokale Zustellung, Mailbox, POP3, IMAP4, was ich möchte. Ja. Kann auch Authentication bieten für dieses Login und dann senden. Und der hat 1000 und ein Plugin, natürlich nicht ganz 1000, aber ich kann da E-Mail indizieren und suchen und das recht schön machen. Man kann beide an LDAP, SQL-Datenbanken anbinden, geht super. Ja. Für den Inhalt, ich verwende den Amorphis zum Filtern, der ist auch in Perl geschrieben, deswegen auch die Config, der tut, ja, ist jetzt kein High-Performance-Filter, aber ich kann ja parallelisieren, wofür haben wir den Cloud, und der ruft dann andere Filter auf, also der checkt zum Beispiel, gibt es einen Anti-Spam-Filter, gibt es einen Antivirus-Filter, da verwende ich gerne Spam-Assessor, weil ich ihn gut kenne. Ich habe auch mal jahrelang den D-Spam verwendet, der ist sehr viel besser als das Spam-Assessor, mit dem Nachteil, er ist lernfähig, das heißt, er braucht ein bisschen Aufzug zum Pflege, ja? Aber der hat eine sehr hohe Trefferquote. Kann man mit dem Spam-Assessor auch schaffen, man muss in beiden Fällen ein bisschen nachstellen. Ja? Für die, die die Kommandozeile nicht mögen, der Postfix-Admin ist ein sehr gutes Frontend, und der hat auch netterweise eine Datenbankstruktur, mit der man die Sachen schön verbinden kann. Ja? Wie wird das jetzt implementiert? Naja, ich habe hier meinen Sender, im DNS sind die Mail-Records, dann kommt die Mail zu meinem MTA, dann gehen die ganzen Filter durch und dann geht es in die Mailbox. Das ist so die High-Level-Ansicht. Ja? Im Detail schaut es ein bisschen komplizierter aus. Ja? De facto macht der Postfix alles, was jetzt mit SMTP zu tun hat, also auch die Checks, die Blacklisten-Abfrage, das Graylisting. Und wenn man hier mal in der ersten Stufe mal vorbei ist, dann kommt der inhaltliche Filter und das wird im Prinzip so gelöst. Mails werden in dem Filtersystem indiziert und wenn die alle sagen, ja, das ist okay oder hier ist mein Score oder weg damit, dann kriegt der Postfix die Mail wieder zurück und darf mit der Vorstellung, also Zustellung weitermachen. Ja? Dann kriegt es der Local Delivery Agent, das landet dann in meiner Mailbox und hier ist eigentlich nur der DAF-Code involviert, die Mails auszuliefern. Ja? So, wie installiere ich das jetzt? Ich verwende ganz gerne ein Event-System, da ist alles dabei. Ja? Ich habe jetzt noch verschwiegen, ich verwende eine MySQL-Datenbank, wenn man, eine MariaDB, wenn man den Postfix-Admin verwendet, man kann es auch ohne machen, gibt es andere Möglichkeiten auch. Der Postfix hat den Postgre in Amorphis D integriert, SQL-Maps, um an die Datenbank anzudocken. Ja? Hat Anti-Relay-Content-Checks, ich habe da Templates eben im GitHub stehen, wo man schauen kann. Und darüber eben der DAF-Code auch an die SQL-Datenbank angebunden und über den Amorphis D kommt der Antivirus-Filter rein. Man kann auch andere Antivirus-Filter verwenden. Ja? Für die, die es sich gewohnt sind, auf Servern herumzukriechen, ja? Welche Konfigurationsdateien muss ich denn ändern, damit ich da zu einem System komme? Ja? Das ist, ich hoffe, es ist vollständig, aber ich habe mal ein Ding durchkonfiguriert und mal geschaut, was hat sich geändert. Das sind alle Configs, die man anschauen muss. Ja? Die Main-Config und die Master-Config vom Postfix, mein TLS-Zeug, ja? Die SQL-Lookup-Tables, meine Filter, ich habe hier drei vorgeschlagen. Ja? Der Amorphis hat in Conf.de mehrere Configs, aber man braucht eigentlich nur eine. Ja?
Da muss ich den DAF-Code mal konfigurieren und sagen, okay, was möchte ich haben? IMAP, POP3 oder nur IMAP? Ja? Muss ich dann SQL anbinden? Und hier stehen noch ein paar Dinge, die halt angeben, wo werden die Mails eigentlich hingespeichert, wo ist eigentlich mein Zertifikat und wie ist so die Anzahl der Bits. Ja? Aber eigentlich kommt man da ziemlich weit, ja? Und das tut eigentlich schon seit Jahren ohne Probleme bei uns. Ja? Postfix haben wir überall im Einsatz. Ich habe früher auch Standard konfiguriert, also es geht beides, es ist wirklich kein Problem, man muss halt ein bisschen, was man macht, muss man kennen. Ja? So, das heißt, für alle, die immer noch E-Mail lesen, es ist nicht nur der MTA und der MUA, es ist mehr. Ja? Ich muss überlegen, welche Komponenten brauche ich, welche will ich. Ja? Das eigene Hosting lässt sich sehr genau abstimmen. Ich habe jetzt hier keinerlei Sicherheitsbetrachtungen drin im Sinne von, ja, aber wenn das in der Cloud ist, kann jemand ja trotzdem reinschauen. Ja, das ist aber so in der Cloud. Ja? Das Ding muss ja nicht bei mir im Wohnzimmer stehen, ja, aber ich kann zumindest sehr viel tun in der Config. Ich kann sehr viel einstellen. Ich kriege relativ wenig Spam durch diese ganzen Einstellungen. Ja. Ja, manchmal muss man mich anrufen, aber das ist dann wohl verdient. Ja. Und bei allem eigenen Hosting, der Transportweg hängt ja von anderen ab. Ja. Sprich, wenn ich überall TLS habe, heißt das noch lange nicht, dass die Spam-Steuerer von dem Webhoster das Ding hat. Ja? Das heißt, den Transportweg kann ich nicht durch Hosten, eigenes Hosting absichern. Ja? Und, was viele auch vergessen, ja, Gmail und andere lesen die Mails und erstellen Profile da heraus. Wenn meine Kommunikationspartner dort sind, ja, dann nützt mir das eigene Hosting auch nur bedingt, weil ich muss ja eh mit denen reden. Das heißt, ich schicke ihnen ja E-Mails. Ja? Das kann ich durch ein eigenes Hosting auch nicht umgehen. Man hat aber immer ein schöneres Gefühl, ich schreibe auch sehr gerne Leuten, die auch einen eigenen Mail-Server haben, die werden auch zuerst mit Antworten versehen. Wer gibt das? Ja. Aber wie gesagt, das kann man jetzt, es ist das Internet, ja. Wenn einer missbaut, hängen andere mit drin. Das ist halt, ja. Was ich jetzt hier nicht im Detail gemacht habe, ist, man kann über DNS-Sec und DNS und diverse andere Dinge noch ganze Vorträge halten. Man kann das selber machen über Spam-Abwehr. Wie gesagt, ich habe das Glück oder das Pech, seit 20 Jahren Spams abzuwehren. Da lernt man einiges. Ja? Und jetzt fehlt natürlich auch die Verschlüsselung des Mail-Buddies. Da gibt es andere Vorträge dazu. Das kann ich aber, also ich kann diese Dinge mit dem eigenen Hosting relativ gut im Griff haben. Ich kann sie versuchen, ja, oder auch lassen. Und weil ich schon gesagt habe, ich wollte sie nicht in die Tiefen der Postfix und SQL und AFSD-Config hinabsteigen. Hier ist ein Link. Ja. Es ist sogar schon was drin. Das war bis letzte Woche noch nicht. Ich habe hier versucht, ja, alle Config-Files als Templates im Jinja-Format für Ansible zur Verfügung zu stellen. Ich habe eine Demo-Config. Ja. Ein paar Sachen fehlen noch, aber Patches welcome. Das Ganze ist ein Ansible Playbook, was von einem Debian-basierten, also apt-basierten System ausgeht. Ja. Wenn man ein anderes hat, muss man die Paketnamen angleichen, die Pfade vielleicht ein bisschen. Aber im Prinzip bringt einem das Ansible Playbook von einem Standard-Installer, wo ich mit Ansible andocken kann, zu einem fast fertigen Mail-Server. Und das fast fertig sage ich jetzt extra, weil man muss halt Anpassungen machen. Ich habe ja gesagt, ich weiß halt, dass bestimmte Dinge, dass ich nicht in meiner Inbox haben will, vielleicht wollen Sie die in der Inbox haben, weiß ich nicht. Ja. Das muss man anpassen, das kann auch kein Auto-Ansible-Skript lösen. Ja, das will ich nicht. Ja. Aber prinzipiell, ja, es ist gar nicht so schlimm. Ja. Und selbst wenn man auch das Ding nicht implementieren will, ja, die Templates von den Config-Files, ja, kann man ja auch verwenden, man muss ja auch kein Ansible nehmen, das Ding zu installieren, man kann auch Dinge nehmen, man kann sehr klar erkennen, wo was reingehört, ja, und dann kann man sich das Ding auch selbst nachbauen. Und ich sage es meinen Studenten auch ganz gerne in meinen Vorlesungen, es geht aber oft nicht darum, dass man dann das Ding selbst betreibt, sondern man lernt sehr viel dabei und kann dann auch mitreden, kann dann vielleicht auch ein bisschen mit sich ein Bild machen, wie SMTP, IMAP und der ganze Mist funktionieren. Ja. Sollten in den Templates Passwörter drin sein, ja,
Ich zu kurz eine Mail, aber ich glaube nicht. Ja. Also 56 Zeichen lang ist drin. Ich sage mir, es sollten Passwörter nicht die allzu lang sind. Ja, kurzen kann man behalten. Aber wie gesagt, das wollte ich jetzt mal alles rauslassen, weil wenn wir jetzt hier groß Config hier und das und schauen mal, wie wir das brechen, das bringt Ihnen nichts. Ja? Gut. Gibt es Fragen dazu? Infrastruktur. Ja? Ja, ich betreibe meinen Mail Server schon erzählt. Ich habe dazu eine Frage. Amavis lehnt ja im Prinzip die E-Mail nicht ab, wie bei also mit 551 oder was das ist. Ich weiß es gar nicht genau. Sondern nimmt sie ja an, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, also die kurze Frage war, der Amavis bekommt eine Mail. Und er kann sie natürlich nicht direkt ablehnen. Ja, also sprich, wenn eine Mail aber bei Amavis ist, dann hat sie das Filtersystem und dann kann ich dem anderen Mail sogar nichts mehr sagen. Ja. Also ja, er kann schon sagen, nein, vergiss es. Ja. Ich kann das in der Config zurückmelden und kann sagen, ich nehme nicht an, das geht. Okay, das geht einfach auch. Ich habe mich noch nicht mit beschäftigt und ich möchte auf jeden Fall keinen Spam, ich möchte keinen Spam-Ordner haben. Ich möchte der anderen Person sagen, ich nehme sie nicht an, weil wer schaut schon ins Spam-Ordner rein? Also die Sache, diese kurze Sache war, der Filter soll eine Fehlermeldung generieren. Vorsicht, ja. Es haben schon viele Leute graue Haare bekommen wegen automatisch generierten E-Mails, dazu gehören auch Fehlermeldungen. Ja. Man muss aufpassen, ist es schön, wenn man sagen möchte, wie man seine Mails haben will. Ich bin jetzt dazu übergegangen, das niemandem mehr zu sagen. Weil wenn die E-Mail nicht durchkommt oder nicht beantwortet wird, kriege ich in der Regel einen Anruf. Ja? Oder ich kriege halt auf einem anderen Weg etwas. Und dieses automatische Generieren von Meldungen, meiner Erfahrung nach, niemand liest Fehlermeldungen, niemand liest gut gemeinte Nachrichten über deine Mail, wird bald zugestellt, und niemand liest Nachrichten von dem System. Ja? Ja, und vor allem der Absender kann gefälscht sein. Das ist, richtig, wenn man es nicht gleich während des Dialogs zurückweisen kann, sondern dass der Filter es nachher rennt, dann kann man praktisch, wenn man die Fehlermeldung zurückschickt, nicht wissen, ob man dann nicht noch jemanden spammt, aus Versehen. Achso, das heißt also, es wird erst im Nachhinein gesagt, hallo, die E-Mail wollte ich eigentlich gar nicht haben. Also, wenn man Amavis, ja, der Amavis hat ja nur, wenn er eine Meldung generieren möchte, er hat ja nur den Absender. Nachdem er aber jetzt keine eigenen GPG-Key hat und checken kann, naja, bist du echt oder so, wird er einfach eine Mail generieren. Ich habe auch schon Attacken erlebt, wo Mails gefälscht wurden, also im Sinne von der Absender, und dann wird die Box zugeschüttet mit Fehlermeldungen. Das heißt also, es wird eigentlich eine Mail generiert, ja, und nicht eine E-Mail. Genau. Okay, ja. Du hast beim Amavis das Problem, der greift erst nachdem dein Mail-Server die Mail schon entgegengenommen hat. Ja. MediaCCCD, ja. Den hängst du in den SMTP-Dialog noch hinein, bevor du die Verbindung hast. Ich den Dialog an. Ich möchte noch kurz auf dieses Jahr zurückkommen. Machen wir nachher. Ja. Ich möchte den Herrn Bode nicht von den Kopf stoßen. Diskussionen gern, Fragen jetzt. Ja. Die Frage war, wie es mit E-Mail-Weiterleitungen war. Ja, also zum Beispiel, das Sender Policy Framework definiert Quellen von E-Mails. Ja. Es wird eine Mail weitergeleitet, schickt mir jemand Hausnummer von Gmail eine Mail, ja? Jetzt haben die aber eine SPF-Policy und mein Server leitet mit dem Absender Gmail was weiter. Das geht nicht, ja? Aber es gibt ein sogenanntes, ich glaube SRS heißt das, das ist das Sender Rewriting System. Damit kann ich auch mit SPF Mails weiterleiten, es bedarf einem zusätzlichen Filter. Ja? Und das, genau, also wenn, dann muss man das verwenden, das habe ich jetzt nicht geschrieben, weil das sind dann die Implementationsdetails. Ja. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von Weiterleitungen und, wenn wir sie eben diskutiert haben, auch nicht von Urlaubsbenachrichtigungen. Weitere Fragen? Eigentlich eine Anmerkung, und zwar habe ich bemerkt, dass die Spammer, also ich habe kein Amavis, sondern ich habe nur Greylisting SPF Deakin und glücklicherweise werden derzeit die Spammer wesentlich intelligenter. Ich bekomme keinen Spam. Ich bekomme neuerdings Spam auch für Glühbirnen, Werkzeug und dergleichen. Das heißt also, die ganzen Techniken, die
sicher. Ja. Aber also die Frage war jetzt, innerhalb der Spam haben sie schon immer angepasst und große Hoster sind immer ein gefundenes Fressen. Und die großen Hosters, habe ich jetzt nicht explizit gesagt, bestrafen mittlerweile auch frisch geborene junge Mail-Server, weil sie sagen, du gehörst nicht dazu, kenne ich noch nicht. Ja. Aber diese Frameworks, ja, alles was ich da habe, wird nicht lange halten, weil irgendwann werden wir wahrscheinlich keine E-Mail mehr haben. Weil Microsoft arbeitet ja an der HoloLens und sie wollen ja ganz andere Sachen machen. Aber Spaß beiseite, diese Frameworks sind natürlich nicht statisch, die werden auch angepasst. Ja. Und es ist immer ein Anpassen. Frage? Also ich kenne die Frage aber, ob der Port 465 für SMTPS verwendet wird. Zwischen den Servern. Ich muss gestehen, ja, also es wird verwendet, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie der Algorithmus ist und wie der implementiert ist. Eigentlich müsste der nochmal tun. Ja. Ja, gibt's. Du hast jetzt schon Firmen, die dich unterschreiben lassen, dass du mit ihnen nur noch verschlüsselt kommunizierst, genau über den expliziten TLS-Port. Und sie schreiben dir dann auch hinein, welche Ciphers du zu verwenden hast. Und dann steht dort auch so SSLv3 drinnen. Kann man schon machen, aber. Die Antwort war, ja, wird gemacht mit Enterprise-Vorgaben sozusagen. Also natürlich, alle Software, die SMTP spricht, muss das auch mit SMTPS machen. Ja? Und sie muss eigentlich auch einen Vorgang implementieren. Ja? Man müsste halt den Code mal auf die Finger schauen, wo sie liegen. Also, ich meine, die Postfix hat viele Config-Parameter. Ich müsste jetzt mal schauen, vielleicht hat er auch SMTPS First oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, das müsste man sich anschauen. Ich glaube aber schon. Das offiziell gibt es ja nicht mehr. Er ist Legacy und was auf Portliste gestellt. Ja. Seit lange. Ja, sicher. Aber verwendet wird er. Er wird verwendet. Also es gibt vieles, was Legacy ist und noch da ist. Ja. Das ist schon wieder ganz noch weitere Fragen dazu? Gut, dann freue ich mich über Mail vom eigenen Server. Da hinschicken. Ja. Und wenn es brav geschrieben ist, dann nach. Danke.